So ist das, wenn man wissen will, wo das Limit liegt. Ich dachte 3000 easy, 5000 kriegt man auch schon noch hin. Aber das jetzt ist echt, ey. Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Wir haben heute einiges vor, denn ich werde heute all das essen, was Tanzverbot und was Excel zusammen an einem Tag essen. Tanzverbot. Excel. Bin ich total bescheuert und von allen guten Geistern verlassen? Ich habe Bock, dieses Video zu machen, weil ich erstmal die Videos von Kelly mega lustig fand. Und ich aber auf der anderen Seite bei ein paar Sachen so gedacht habe, ja, da würde ich gerne was zu sagen, aber nur labern ist halt langweilig. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme diese Challenge, mache sie mit und übertreibe sie heftig. So, wir starten mit dem Frühstück. Ohne Witz, ich habe gestern ja dafür eingekauft und ich wollte gestern eigentlich schon hiervon trinken. Das wird definitiv keine Herausforderung sein. Das kann ich easy wegtrinken. Ich muss dazu kurz was sagen. Also ich lebe ja vegan. Das heißt, ich musste mir bei ein paar Sachen Alternativen überlegen. Aber natürlich habe ich darauf geachtet, dass ich die Kalorienzahl einhalte. Ne? Denn das ist ja das, was wir sehen wollen. Es waren ja einmal, ich glaube, 3000 Kalorien bei Tanzverbot und 5000 bei Excel. Und ich habe hier eine Liste gemacht. Und diese Zahl, die hier unten steht, ist größer als das, was bei beiden Videos zusammen rauskommt. Also ich fange an mit dem, was Kelly gesagt hat, was Excel zum Frühstück gegessen hat. Das ist ein Toast mit Käse und Schinken in vegan. Ich muss sagen, an dieser Stelle bin ich wirklich froh, dass ich vegan lebe, weil das, was Kelly da von McDonald's gegessen hat, sah einfach so mega ranzig aus. Was ist das denn? Das können die doch nicht verkaufen. Ich sollte mich so schnell essen. Guten Appetit. So, Toast Nummer 2. Boah. Was den ganzen Scheiß hier noch krasser macht, ist, dass ich jetzt nicht wie Kelly machen werde, die ja wirklich genau das gegessen hat, was die auch zu den Tageszeiten gegessen haben. Ich muss das alles ein bisschen komprimierter machen, weil ich heute Abend um 18 Uhr 5 Stunden Zug fahren werde. Ist das das Dümmste, was man machen kann, wenn man so lange Zug fährt? Ihr kennt Zugtoiletten, ne? Und ist jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man gerne super viel Zeit verbringt. So. Käsetoast habe ich geschafft. Jetzt kommt das, was bei ihr dieses Rührei war mit Brötchen. Ich packe das einfach zusammen. Dann geht das schneller. Zu viel Brot. Noch ein Brötchen, was einfach noch mehr stopft. Und Schokolade. Aber schmeckt geil. Das ist einfach zu viel Brot. Und ich weiß nicht, warum ich so ein dummes Stück bin, dass ich erst den Teller gegessen habe und jetzt nochmal das salzige Ei aufessen muss. Ich bin halt einfach dumm. Das war jetzt auch nicht alles. Das war jetzt ja nur, was Excel gegessen hat. So, Tanzverbot hat zum Frühstück eine Schale Kellogg's gegessen. Und Leute, das, wovor ich wirklich, wirklich am meisten Schiss habe, ist das. Kelly hat in ihrem Video 6 Müllermilch getrunken. Ich habe mir jetzt eine vegane Alternative dazu überlegt. Das ist Schokomilch und ich werde nicht eine davon trinken, nicht 2, sondern 3 Stück davon. Während ich Kellys Video gesehen habe, dachte ich schon so, oh fuck, Alter. Milch ist einfach so hart sättigend und ja, dann habe ich das Video ein bisschen weiter geguckt und dann bin ich an diese Stelle gekommen. Fuck, ich versuch's doch zurückzuhalten. Nein, lass raus. Deswegen dachte ich mir, ich muss das ja irgendwie durch den Tag verzehren. Bin ich mal das Smart Bitch und mische meine Schoko-Cornflakes direkt mit Schokomilch. Okay, mein Freund hat das gesagt, ich will ihm den Credit hier nicht wegnehmen. Na dann! Oh, krass, okay. Das ist irgendwie heftiger, als ich gedacht habe. Kennt ihr das? Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt aufhöre, dann wird das Sättigungsgefühl mich so richtig übermannen. Go hard or go home, wir ziehen noch ein bisschen durch.
Oh, sorry. Mein Magen rebelliert gerade. Okay, Tanzverbot hat später gesagt, dass er sich so Schokopudding gönnt. Als Snack und dass er vorm Schlafengehen immer Babybears futtert. Natürlich sind nicht vegan. Deswegen habe ich mir halt einfach eine komplette Packung veganen Käse gekauft. Und die werde ich jetzt einfach essen. Ich glaube, ich mache erstmal Pause, ey. Aber ich esse noch den Joghurt. Yes! Okay. Bis gleich. So, Leute. Ich bin wieder da. Jetzt geht's weiter. Ich esse jetzt die Pizza und ich werde den Grillkäse essen. Weil das die Sachen sind, die ich nicht mit auf die Fahrt nehmen kann. Und dann habe ich tatsächlich schon die ganzen großen Sachen gegessen. Also alles, was danach noch kommt, sind Snacks, wie das Eis oder die Frikadellen. Und ich muss mal gucken, wie viel ich davon runterkriege. Hier habe ich jetzt mein erstes Glas Ginger Ale. Ja, schmeckt echt ganz gut. Nach dem Frühstück ging es mir mega schlecht. Oh, ich weiß nicht, was los ist, aber... Mir geht's gerade echt so schlecht, ey. Zu voll gefressen. Ich habe damit gar nicht gerechnet, weil ich esse eigentlich schon relativ viel und mein Magen ist eine Mülltonne. Also normalerweise ist das kein Problem, aber irgendwie, weiß ich nicht, muss es echt zu viel auf einmal gewesen sein, weil mir echt voll schwindelig war und ich erstmal kurz Pause brauchte. Mick! Mick! Die Pizza ist richtig lecker. Ich habe danach gerade noch Training gemacht. Ich dachte so in meinem Kopf, wenn ich mich mehr bewege und mehr Energie verbrauche, dann kann ich vielleicht auch mehr essen. Habe ich mich low-key gefühlt wie ein Elefant? Auf jeden Fall. Aber es geht mir jetzt tatsächlich wieder ein bisschen besser. Es sind ja jetzt ein paar Stunden vergangen und vorhin habe ich wirklich zu Mick gesagt, ich glaube, ich höre auf, ich glaube, ich ziehe das nicht durch, weil mir einfach so fucking schlecht war. Während ich esse, will ich euch jetzt kurz erzählen, was mich an Kellys Video, naja, gestört hat oder was mir aufgefallen ist. Und zwar hatte sie ja gesagt... Ich glaube, die normale Kalorienanzahl für einen Erwachsenen ist 2000 Kilokalorien am Tag. Erstmal dazu, jetzt kommt hier Mr. Physiotherapeut, für irgendwas muss meine Ausbildung ja auch gut gewesen sein. Das ist natürlich nur ein grober Richtwert, ne? Jeder Mensch hat ja einen Grundumsatz, das bedeutet, das sind die Kalorien, die du halt verbrennst, egal was du machst. Also einfach nur die Energie, die dein Körper braucht, um dich am Leben zu halten. Und das variiert natürlich, ne? Und dann kommt obendrauf ja noch der Leistungsumsatz. Das heißt, wenn du viel Sport machst, verbrennst du natürlich mehr Kalorien. Wenn du, weiß ich nicht, draußen irgendwo auf dem Bau arbeitest, verbrennst du mehr Kalorien als eine Person, die den ganzen Tag am PC sitzt. Und ich dachte mir bei Kelly, sie ist eine 25-jährige Frau. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, ich würde mal schätzen so ungefähr 1,70. Und ich hatte das mal in diese Tabelle eingegeben für den Grundumsatz und da lege ihrer bei ungefähr 1500. Sie sagt jetzt ja selber, dass sie noch Sport macht, also würde ich sagen, ihr Tagesverbrauch könnte schon locker so bei 2000, 2100, 2200, 2300, je nachdem, was sie an dem Tag gemacht hat, liegen. Und dann 3000 Kalorien zu essen, wie in dem Tanzverbot-Video, ist jetzt nicht so mega krass, ne? Es ist halt ein bisschen mehr, als sie verbrauchen würde, aber es ist jetzt nicht so todeskrass. Und in dem Video hatte ich halt schon das Gefühl, dass sie richtig heftig gekämpft hat, dieses Video durchzustehen. Und deswegen dachte ich so, is that real or is that fake, so? Ich schwitze. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eh schon klar ist, aber macht es nicht nach, ne? Ich habe gerade noch mit meiner Mutter so telefoniert. Die leitet ja ein Fitnessstudio und kennt sich halt auch mega aus mit so Ernährungssachen. Und sie hat auch zu mir gesagt, irgendwann wird dein Körper dir einfach sagen so, stop, und dann wirst du kotzen. So wie Tiere, ne? Bei manchen Tieren ist das ja auch so, die fressen immer weiter, bis sie kotzen. Und dann hat sie gesagt, that's gonna be you. Pizza geschafft! Okay, ich esse jetzt diesen Grillkäse und ich hasse mich dafür, weil ich hundertprozentig danach
diesen Käse hassen werde. Kelly hatte in dem anderen Video noch gesagt, dass sie sich momentan ziemlich gesund ernährt und am Tag so zwischen 1200 und 1500 Kalorien zu sich nimmt. Aber dazu wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Kelly meinte ja am Ende des Videos noch so... Das Ding ist, ich glaube, man kann das schon mal machen. 5000 ist jetzt auch nicht so viel, wenn man es nicht jeden Tag macht. Aber wenn sie wirklich meistens nur 1200 Kalorien zu sich nimmt, tatsächlich muss man mit sowas ein bisschen aufpassen, weil wenn du immer nur so wenig isst, hat das zur Folge, dass du deinen Stoffwechsel halt voll runterfährst. Und das ist zum Beispiel auch die Ursache für den sogenannten Jojo-Effekt. Das heißt, wenn du deinen Stoffwechsel so runterwirtschaftest, weil du immer so wenig isst und du dann irgendwann sagst, okay, ich werde jetzt wieder ein bisschen normaler und ein bisschen mehr essen, dass du dann schneller wieder zunimmst. Und deswegen sollte man eigentlich schon darauf achten, gerade wenn man halt Diäten macht oder versucht, weniger zu essen, dass man halt zwischendrin immer mal ein bisschen mehr isst, damit sich der Stoffwechsel halt nicht abbaut. So. Ernährungslehre, Unterricht beendet. Seit dem Frühstück kann ich irgendwie nicht mehr richtig denken und nicht mehr richtig reden. Boah, Leute. Wenn ich davon noch mehr esse, übergebe ich mich safe. Diese Packung Käse einfach so zu essen, war low-key die beschissenste Idee, die ich jemals hatte. Es schmeckt einfach so ranzig. Vorhin habe ich noch gesagt, ja, ich freue mich, dass ich Veganer bin und nicht das Zeug von McDonald's essen muss. Das hier. Oh. Ne. Zu Ende. Hiervon gönne ich mir noch was. So, ich will jetzt an dieser Stelle nochmal kurz sagen, alle Hosts da draußen, die immer noch behaupten, dass Veganer nur Gras fressen. Oh. Na gut. Dann nehme ich jetzt halt Schokomilch, um das nachzuspülen. Geil. Wir sehen uns später. Und drück mir die Daumen, dass ich nicht im Zug kotze. Na gut, ne? Ich bin gerade in den Zug rein und das erste, was ich gemacht habe, erstmal zur Toilette. Meine Zugfahrt ist vorbei und ich habe sie tatsächlich relativ gut überstanden. Ich dachte, ja, mir wird mega schlecht werden und ich würde einfach hart kotzen, aber alles gut soweit. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nach diesem Tag nochmal sage, aber ich habe echt ein bisschen Appetit. Leute, was geht ab? Ich bin jetzt angekommen und ich habe wirklich am Tag gedacht, ich werde es niemals durchstehen. Aber jetzt gerade freue ich mich tatsächlich ein bisschen auf meine Frikadellen. Ich hoffe, ich kann die so essen. Da steht drauf, man soll die eigentlich in der Pfanne noch braten, aber... Und dazu noch den Rest meiner Schokomilch. Das ist übrigens die zweite Packung. Ich habe jetzt insgesamt ein bisschen weniger getrunken als Kelly im Video. Dafür, diese Packung, die sie gekauft hat, sind nur 160 Gramm. Und das sind jeweils 200. Das heißt, dafür habe ich hier mehr gegessen, Motherfucker. Von daher, glaube ich, hält sich das alles schon so ziemlich die Waage. Dummes Experiment. Dafür, muss ich aber sagen, habe ich mich mega krass geschlagen. Also ich habe fast wirklich alles in mich reingestopft. Ja, kein Problem. Boah. Haben wir wenigstens ein bisschen was über Ernährung gelernt in diesem Video, ne? Numero 2. Und was für einen krassen Einfluss das Essen einfach auf einen hat. Also irgendwie auch logisch, klar, weil das ja das ist, was dich irgendwie am Leben hält und dich versorgt, ne? Keine Ahnung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. So ist das, wenn man wissen will, wo das Limit liegt. Ich dachte 3000 easy, 5000 kriegt man auch schon noch hin. Aber das jetzt ist echt, ey. Ich frag mich, ob es anders wäre, wenn ich gesündere Sachen essen würde. Ja! Ja! Ich würde sagen, heute haben wir definitiv rausgefunden, wo das Limit liegt. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen leiden zu sehen. Ich werde sowas definitiv nie wieder in meinem Leben machen. Vielen Dank an Yannick für den Schnitt dieses Videos und on this note...